Zum 17. Mal werden die Preise im Wettbewerb Neues aus dem naturwissenschaftlichen Unterricht, kurz NANU, verliehen. Das Finale des Realschulwettbewerbs findet in der Hochschule Offenburg statt. Dort werden die 10 innovativsten Unterrichtsprojekte aus Naturwissenschaft und Technik ausgezeichnet. Kultusminister Stoch ist Schirmherr des Realschulwettbewerbs, an dem sich jede 10. Realschule in Baden-Württemberg beteiligt hat. Bernd Hummel, Referent für Realschulen im Ministerium, erläutert, warum der Wettbewerb auch nach so vielen Jahren noch ein Erfolgsmodell ist. Sie setzen sich Ziele und forschen im Sinne eines entdeckenden Lernens an einem konkreten Problem. Dadurch stärken wir den Bereich der Naturwissenschaften, der eine zentrale Rolle auch im Realschulbereich einnimmt und ein wichtiger Baustein ist, mit diesem Wettbewerb. Jede der etwa 400 Realschulen im Land kann mitmachen. In diesem Jahr reichten die zum Finale ausgewählten Beiträge von der zweisprachigen Untersuchung von Tinte über Biokunststoffe, einen Getränkeautomaten, Säuren und Stoffgemische bis hin zur Untersuchung von Bienen, Wespen und Hornissen. Die Schüler haben ihre Projekte meist nachmittags in AGs erarbeitet und im März beim Kultusministerium angemeldet. In der Schule, im naturwissenschaftlichen Unterricht, in den Fächern NWA, MUM oder Technik führen die Schülerinnen zusammen mit ihrer Lehrkraft ein Projekt durch. Und mit diesem Projekt können sich dann die Lehrkräfte bei NANU bewerben. Die betreuenden Pädagogen leiten die Schüler an und sehen große Vorteile im Wettbewerb. Ich bin motiviert, an dem NANU-Projekt teilzunehmen, weil die Schüler unterstützt werden an ihrer Lust beim Forschen, beim Experimentieren und auch anschließend beim Präsentieren. In jedem Regierungsbezirk gibt es Betreuer, die den Projektteams fachkundig zur Seite stehen. Also es ist so, dass ich natürlich in engem Kontakt stehe zu den Bewerbern. Das heißt, wir sprechen ganz oft über die Ideen, die sich aus dem Unterricht entwickeln, welche Fragestellungen eignen sich für einen Wettbewerb. Und inwieweit kann ich dann die Lehrer beraten, wie die Schüler präsentieren, wie die Dokumentationsmappe aussieht, welche Termine eingehalten werden müssen. Die Schülerinnen und Schüler, 3 aus jedem Team, präsentieren die Projekte und stehen der Jury Rede und Antwort. Dabei geht es um das Fachliche, wie die Idee präsentiert wird und wie Fragen beantwortet werden können. Die Sieger bekommen Geld- und Sachpreise für das Team und die ganze Klasse. Ein solcher Wettbewerb ist sicher ein Impuls für mehr Experimente, mehr Handlungsorientierung. Das gilt für die Realschule, das gilt aber auch für alle anderen Schularten. Und das, was in einem normalen Unterricht an Experimenten vielleicht nicht immer möglich ist, weil man langen Atem braucht, auch mehr Zeit und man aus der Schule rausgehen muss, das kann ein solcher Wettbewerb und ein solches Projekt dann leisten. Vor dem Finale präsentieren die Schüler alle 10 Projekte den Besuchern. Fragen zu den Experimenten oder auch zur Zukunft beantworten sie gerne. Wir freuen uns, wenn sich Jugendliche für Naturwissenschaften interessieren. Sie verstehen damit die Welt besser, können Entwicklungen besser einschätzen. Und außerdem ist es ein erster Schritt für eine Karriere in der chemischen Industrie. Mit der 17. Auflage von NANU konnten die Projekte »Wie wirken Säuren auf unseren Körper« der Klosterrealschule Offenburg, »Hart oder weich« die Erforschung von Kalk der Realschule Rheinau und »Alles sonnenklar« Sonnenschutz im Chemieunterricht der Realschule Eberbach die ersten 3 Plätze für sich gewinnen. Mit dem ersten Preis wurde die Klasse 9b der Klosterrealschule Offenburg für ihr Projekt »Wie wirken Säuren auf unseren Körper?« ausgezeichnet. Ja, wir waren schon voll überrascht, wo die Zusage gekommen ist, dass wir zu der besten 10 gehören. Und jetzt auch noch erst, ist schon toll.